Vernunft mit ihrer neuen Bühnenshow Starlust zu altbewährtem Glanz und Gloria. Und natürlich haben die Stars der New Yorker Drag Queen Szene diesmal neben Millionen von High Heels auch jede Menge Casino-Atmosphäre im Gepäck. Berlin ist für die beiden Ladies mittlerweile zu einer zweiten Heimat geworden. Joey bringt das auf seine ganz persönliche Art zur Geltung. Ich hab mal eine Kaffee in Berlin. Der bleibt auch dort und das hat seinen Sinn. Auf diese Weise lohnt sich die Reise. Denn wenn ich Sehnsucht hab, dann fahr ich wieder. Das Motto der Show ist beiden auf den Leib geschrieben. Vegas Showgirl Sherry trifft auf die alternde Jazz-Diva Joey und beide hauen sich die Bissigkeiten gehörig um die Ohren. We'll always be Wir haben hier bereits unsere letzte Show, The Lady Sings the Blues, gespielt und die Bar Jeder Vernunft hat uns jetzt wieder eingeladen. Es ist eine besondere Ehre für uns, die Weltpremiere von Starlust hier zu präsentieren und das auch noch zur besten Showtime, 20 Uhr. Glamourös, spektakulär und sexy, die personifizierte Verruchtheit eines Joey Arias und die scheinbare Unschuld der Sherry Vine haben auch in der Welt der Stars mächtigen Eindruck hinterlassen. Debbie Harry oder auch Madonna lassen sich keine ihrer Shows entgehen. Starlust ist natürlich nach einer Idee von mir, ne, ist mir gewidmet, vollständig. Ich hatte wieder richtige Starlust und heute haben wir wieder gemerkt, dass Stars aus New York doch ein bisschen viel mehr können als die angeblichen Stars aus Berlin. Ach naja, die Konkurrenz, das ist ja was ganz anderes. Ich mache ja nicht sowas und ich meine, ich glaube auch nicht, dass ich dazu in der Lage wäre. Also ich bin vollkommen überwältigt. Hello! Joey Arias kenne ich schon seit Jahren, ein sehr intimer Freund, muss man sagen. Und Sherry Vine ist natürlich auch wunderbar. Und die beiden harmonieren wirklich gut in dieser Show, wie in jeder anderen auch. Also sie ist echt klasse. Hi. Hi, bitch. It's my show, bitch. In Starlust bekommt aber auch das Publikum wie gewohnt einige verbale Hiebe ab. Die sofortige Wiedergutmachung funktioniert natürlich nur mit Joeys sagenhafter Stimme. So you wanna have fun? Of course I do. What you saw? Shh. If you see my mommy, mom's the word. You make other men make a fool. Wenn man die beiden auf der Bühne sieht, wird einem auch ganz schnell bewusst, dass die Frage des Geschlechts im Scheinwerferlicht keine Rolle spielt. Denn wie in Las Vegas zählt hier nur eins, perfekt sein, schön sein und jede Menge Zaster gewinnen. TVB. Joey Arias. And Sherry Vine. TVB. 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 Be yourself. Be yourself. Und jetzt sind sie hier. Joey Harris. Heartily welcome. Thank you. Hey. Schön, dass ihr beiden hier seid. Ist wirklich toll. Zum zweiten Mal in Berlin. Ihr habt die Weltpremiere hierher verlegt nach Berlin. Wegen mir oder hat's einen anderen Grund? It's really fun to be back again. Yeah. Really, es ist wirklich schön, wieder hier zu Starlust sein und Starlust hier aufzuführen. Aber dass ihr wieder nach Berlin gekommen seid, Sherry. Because they asked us. No. Sie haben uns darum gebeten. We love Berlin. We love Berlin. Wir lieben Berlin like einfach. The New York of Europe. Es ist das New York von Europa. Ja, das ist natürlich schön zu hören hier für uns in Berlin. Starlust, das featured Las Vegas in all seinen Facetten. Was ist so cool an Las Vegas? Las Vegas is the city of dreams where things Las Vegas come true. Ist die Stadt der Träume, wo Träume in, wahr werden. Your whole life can change. Man wirft eine Münze ein und alles kann sich ändern. Man muss einfach einmal ziehen. Auf einmal kommt alles raus. Las Vegas, das bedeutet auch so Table Dancing oben ohne, so wie Elizabeth Berkeley, weißt du, in dem Film Showgirls. Yes. Siehst du auch so ein bisschen ähnlich, Sherry? Findest du nicht auch? Well, it's funny. I didn't really think about that, but daran habe ich eigentlich noch gar nicht gedacht. Around, aber immer wenn ich mich Elizabeth, umdrehe, sagt like, no, irgendjemand Elizabeth. Sherry Vine. Nein, ich bin Sherry Vine. Or sometimes Pamela Lee Anderson. Das passiert auch bei Pamela Anderson. Das darfst du nicht sagen, sowas. Joey, wir haben das letzte Mal über den Film gesprochen, den du mit Robert De Niro gedreht hast. Kannst du uns irgendwie Neuigkeiten bringen? Ist er abgedreht? Kommt er ins Kino? Wann? Wie heißt er?
The movie's gonna be out in September. Der Film kommt im September. And that's all I know. Das ist alles, was ich darüber weiß. That's all I can say. Das ist alles, was ich darüber sagen darf. Aber das reicht ja. Joe Arias ist mit dabei und Robert De Niro spielt diesen Film mit. Man darf also gespannt sein. Sherry, du hast mit Jackie Beat viele Shows zusammen gemacht. Nicht? Oh, yeah, vielleicht kannst Jackie and I just did a movie together called Charlie. Wir haben gerade einen Film zusammen gemacht, der hieß Charlie. Starlust. Ist von demselben Direktor wie auch Starlust. Und hat gerade beim Berliner Filmfest Premiere gehabt. So, we always, you've got plenty of projects in the future. Wir haben immer viele Projekte. Ja, kann ich mir vorstellen. Ihr seid so gut im Business, ist ja logisch, wenn man so viel drauf hat wie ihr. Ich denke mal, ihr seid so ein bisschen ausgebucht auch schon für das nächste Jahrtausend, oder? Yes. Oh, definitely. 2000 years, yeah. Just finished 1000 and now we're starting. Wir haben gerade die ersten 1000 Jahre fertig, jetzt kommen die nächsten. But a bunch of projects. We have a CD coming out. Wir haben eine CD, die demnächst erscheint. Bardot. And you have a song, also a CD coming out. Ich kann euch beide nicht gehen lassen, ohne dass ihr uns eine kleine Kostprobe gebt aus Starlust. Könnt ihr das machen? Für uns, a cappella hier. Okay, whatever you want, baby. We're singing the theme from Titanic. Okay. Wir singen das Thema aus Titanic. No. All right. One, two, three, go. Sisters, you've been on my mind. Sister, you know we're three of a kind. My sister, I'm keeping my eyes on you. I bet you think I don't know nothing, singing the blues. Hello. Hey, my sister, yeah. Have I got news for you? Hey. I'm something. I hope you think that you're something too. And you know she does. And you. Mehr davon, meine Damen und Herren, in Starlust, in der Bar jeder Vernunft. Joey Arias, Sherry Vine, thank you very much. Dankeschön, dass ihr hier wart. Wir haben 3x2 Freikarten. Wenn Sie jetzt schnell anrufen, 01374449. Ihr wart wirklich wunderbar. Vielen, vielen Dank. Okay. Yeah.